Herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist Samstag, wir haben 16 Grad aktuell noch, ist aber auch erst 12 nach 10. Wir fahren zum Dino Day von OS Performance nach Kernen und Remstal. Mein Talbert hat schon einige Teile verbaut bekommen, ohne Software zu machen. Also eigentlich haben wir jetzt Hardware verbaut für Stage 2 oder sogar Stage 2 Plus. Zu den verbauten Komponenten kommen wir später nochmal, wenn wir am Dino sind. Jetzt fahren wir erstmal dahin und hoffen, dass wir stilllegungsfrei durch Stuttgart kommen. Wir sind jetzt bei OS Performance angekommen. Es ist noch relativ wenig los, wir sind aber auch erst morgens dran. Gerade als wir hergefahren sind, war der Alex mit dem 7-Mod Type R da und hat sich messen lassen. Der hat jetzt 410 PS gemessen. Drehmoment weiß ich nicht. Also mal gucken, was meine Aufprüfung dann bringt. Zu den verbauten Teilen hatten wir ja Wartnertunnel, Ladeluftkühler, Venturi-Ansaugung, legal mit Abgasanlage, deswegen die Venturi, Miltec Abturbo mit 200 Zeller Cut, Euro 6 von HJS. Schade, das ist nicht so laut wie die Demo. Egal. Erledigt und ich bin ein bisschen überrascht, denn wir haben weniger Drehmoment als bei der letzten Messung und ein bisschen mehr Leistung, also das heißt ein bisschen, fast 20 PS haben wir mehr. Bei der ersten Messung war ja die Miltec Non-Resonated Up-Cut dran und die Engine-Ansaugung, was ja ohne jegliche Hitzeschutz einfach die Luft reinklatscht in den Motor. Jetzt haben wir 349,6 PS und 434 Newtonmeter. Heißt, wir sind 20 Newtonmeter weniger, aber dafür 20 PS mehr. Dafür, dass es rein Technik ist, ohne irgendwelche Software, finde ich das eigentlich ganz gut. Denn in 2 bis 3 Wochen kommt noch Software und dann wollen wir mal gucken, was der Prüfstand dort auswirft. Denn man darf eigentlich nicht 2 Prüfstände vergleichen, die von unterschiedlichen Herstellern sind oder unterschiedliche Sachen haben, weil es herrschen hier andere Umgebungssachen wie jetzt Luftdruck, Lufttemperatur. Es ist alles ein bisschen anders auf jedem Prüfstand. Deshalb kann man eigentlich nicht vergleichen, dass die erste Messung mehr Drehmoment hatte als die jetzige. Aber man kann sich so ein bisschen dran orientieren. Wir sind am Prüfstand jetzt erstmal fertig. Das Dino-Diagramm blende ich nachher noch ein, damit ihr es nochmal genau sehen könnt. Ja, jetzt wollte ich aber noch kurz dazu sagen, was für ein Sprit ich da drin hatte. Das hatte ich vorher vollkommen vergessen. Ich habe bei einem Vierteltank circa getankt. Das sind also noch vielleicht 10, 11 Liter Restvolumen drin gewesen. Das waren 98 Oktan von der Randtankstelle. Also nichts Besonderes. Und den Rest habe ich 34 Liter 102 Oktan nachgetankt. Das war gestern. Das heißt, wir haben irgend so eine Mixtur zwischen 99 und 100 Oktan würde ich mal schätzen, also nur für euch zum reinen Vergleich. Wenn man jetzt eine andere Spritsorte nehmen würde, wirklich pur Aral Ultimate, also Tank komplett leerfahren, auftanken, leerfahren, auftanken, dann bist du dir sicher, dass auf jeden Fall das Motorsteuergerät sich wieder an den besseren Sprit gewöhnt hat. Dann könnte man vielleicht noch mehr Leistung rausholen. Ich würde aber sagen, viel geht da nicht mehr. So, jetzt gibt's Carporn vom restlichen Dino Day und das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Dino Day ist abgeschlossen und ich habe noch einen kleinen Nachtrag, und zwar, wir haben vorher nochmal in die Datenbank reingeguckt, was der zweite Lauf war, denn ich hatte ja 2 Diagramme und ich habe hier jetzt noch das Diagramm vom zweiten Lauf. Hier haben wir 349,6 PS, also gleiche Leistung, aber 456,4 Newtonmeter. Das heißt, wir haben 30 Newtonmeter mehr als beim ersten Lauf, 20 Newtonmeter mehr circa. Und liegen damit eigentlich mit den Newtonmetern genau gleich auf wie bei der Messung mit der Engine-Ansaugung und der Miltec Non-Resonated. Ja, dann würde ich sagen, Dino Day ist fertig. Danke fürs Zuschauen, liken, teilen, kommentieren. Ihr kennt ja den ganzen Spaß. Verbesserungsvorschläge fürs Video vielleicht oder Sachen, die ihr sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, frohe Pfingsten und bis bald.